herzlich willkommen zu einem Let's Play von Draw Stickman Epic. Ich bin der Lukas und ich bin Finn. Wir haben das schon etwas angetestet. Wir werden gleich Level 7 spielen. Und hier links im Bild seht ihr unsere Zeichenkünste. Und das kommt auch gleich zum Sinn des Spiels. Wir nehmen auf die Spielwelt um uns herum Einfluss, indem wir selber zeichnen. Und das ganze Spiel ist in dieser Zeichengrafik gehalten. Ja, das Level 7 selbst kennen wir noch nicht. Bis dahin haben wir gespielt. Die Anfangslevel waren etwas langweiliger, deswegen wollen wir uns etwas später im Spiel genau, könnt ihr euch das ersparen und ja, dann wollen wir anfangen, oder? Wollen wir anfangen. Gut. Ja, wir finden das Spielprinzip sehr lustig, eigentlich. Ist sehr interessant und dies ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, da die Grafik jetzt auch auf den eigenen Malkünsten beruht. Genau, die mit unserer Maus natürlich nicht so ausgeprägt sind, aber wie ihr es sehen könnt, bewegen wir uns, indem wir einfach hinklicken. Das ist relativ simpel. Wir haben gerade zwei verschiedene Stifte zur Auswahl. Das eine ist das Axt-Tool, damit können wir uns jetzt eine Axt zeichnen. Wir machen die jetzt mal schön groß, weil wir sind ja ein großer Held. Und dann können wir die aufnehmen und damit allerlei Sachen machen, also interagieren. Wenn das jetzt funktionieren würde. Oh, jetzt ja, funktioniert das. Nicht auf. Wir fragen die jetzt herum, mit unseren tollen Kräften brauchen wir sie nicht mehr zu berühren. Wir können zum Beispiel dieses Treibgut wegschlagen. Dann fängt hier Wasser an. Jetzt verfolgt uns der Drache, der ist leider nicht ganz so nett drauf. Wenn wir zu lange bei ihm bleiben, dann wird er uns einfach rösten. Wir können ihn hier kurz ausschalten und naja. Es geht halt darum, den Ausgang zu finden bzw. freizuschalten. In der Regel muss man dafür irgendetwas bearbeiten von der Umgebung. Zum Beispiel können wir diese Kerze hier anzünden. Oh, ein Zweck, der Drache kommt. Ja, die Level sind relativ klein, also kann man auch nicht viel falsch machen. Man kann allerdings auch relativ schnell sterben. Wollen das jetzt nicht demonstrieren. Ich hoffe, wir schaffen den Level jetzt, aber wir sind auch oft genug schon gestorben. Was auch gerade fast wieder der Fall war. Wie man sieht, ich muss jetzt erstmal weglaufen. Es gibt in jedem Level auch kleine Extras, die man entdecken kann, wie Puzzleteile oder Blätter. Was die machen, haben wir jetzt noch nicht rausgefunden, aber... Doch, das kann ich sagen. Das hast du rausgefunden. Ja. Die Puzzleteile, wenn man alle gesammelt hat, schaltet man extra frei. Das ist so eine Art Collector-Ding. Und die Farben, die wir noch sonst sammeln können, die können wir auch gleich benutzen, um unseren Charakter zu malen. Das Rot kommt, glaube ich, aus Level 2 zum Beispiel. So, da haben wir gerade eine Seite aufgesammelt. So, ich frage mich aber gerade ernsthaft, wie man das Level hier löst. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja, guck doch mal nach unten. Unten links. Ja. Guck mal, ob das weitergeht. Hier ist ein Fass. Das bringt sieht nicht so aus. Dann geht doch nochmal nach oben. Geh doch nochmal nach oben, wenn du jetzt nichts findest. Und guck, ob du da oben noch was machen kannst, sonst befreien wir gleich das, was auch immer in diesem Ei ist, da unten, das wir da gesehen haben. Genau. Und wir gucken, ob wir damit irgendwas machen können. Ich werde erstmal das Ding hier schlagen, mal schauen, ob das was bringt. Ich denke aber eher nicht. Ja. Nein, bringt nichts. Das Spiel selbst würde ich jetzt zu Hause wahrscheinlich eher nicht so spielen, weil ich darauf nicht so stehe. Finden Sie das vielleicht anders? Ja, die Sache ist die, es kann sehr frustrierend sein, wenn man wie wir jetzt hier gerade leider in dem Level nicht weiterkommt. Es ist in der Art, erstmal kann man schnell sterben, aber es ist auch ein etwas Rätselspiel, weil man halt auf die zündende Idee kommen muss, wie man das Ende des Levels freischaltet. Also man kann halt mit diesen Tools immer interagieren, aber wenn man jetzt nicht genau weiß, was man machen muss, kann es einfach passieren, dass man dann minutenlang drum hängt und nicht weiterkommt. Deswegen werde ich erstmal dieses Ei hier öffnen. Vielleicht bringt es das. Nein, das hat jetzt nichts gebracht. Ich muss erst aufnehmen, sonst bringt mir das nichts, die Waffe. So. Ja, also wer das gerne so eine Art von Spiel mag, dann. Oh, und das ist noch eine Waffe, das bringt uns jetzt leider eher weniger. Gerne spielen. Weil der will uns auch schon wieder töten, das ist ja genial. Wir können auch die. Ja, nee. So, vielleicht bringt das nochmal, dass das Wasserräder nochmal was bringen, wenn ich die irgendwie aktiviere. Vielleicht können wir die beiden Drachen zusammenbringen und dass sie sich keilen selbst. Und das wäre eine Idee, weil die rot und blau sind. Das könnte sogar sein. Mal schauen, wo der andere jetzt hier noch ist. Hier.
Nein, beweg dich, Charakter, beweg dich, der Baum ist unwichtig. Wenn man ausführen will, dann führt er die auch aus, bis er fertig ist. Und versuch doch mal oben jetzt nochmal... Genau, ich lock die mal zusammen und die einmal zusammen vielleicht bringt das ja was. Und dann guck nochmal oben bei dem... bei der Lunte da oben, ob du die anzündest, also was du da machst, wenn du die anzündest. Nein, die sehen eher so aus, als würden sie mich zusammenrösten. Ah, jetzt kämpfen sie sich, wunderbar. Jetzt sind wir sie für das erste los, das ist schon mal sehr praktisch. Dann kann ich jetzt hier in Ruhe mich den Wasserrädern widmen und mal schauen, ob ich da etwas erreichen kann. Ja, das Spiel ist halt hauptsächlich so, dass man rumprobiert und versucht, den Level zu lösen mit halt solchen Sachen. Hier macht er leider gerade gar nichts. Dann geh doch mal nochmal nach oben. Genau. So, jetzt sind wir... wir haben hier eine Kanone. Die wird von der Maschine da unten betrieben. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon läuft. Da unten hat sich ja schon etwas bewegt, weil wir das erste Wasserrad ja, glaube ich, auch schon geschrottet hatten. Dann einfach ausprobieren, ob wir die Lunte hier anzünden können. Es wäre natürlich gut, wenn der Level jetzt mal vorbei wäre. Langsam ist es ein bisschen langweilig. Oh, wir schießen etwas. Dann guck doch mal, ob wir unten... Nichts gebracht, das ist leider schade. Unten, geh nochmal nach unten zu dem Fass. Ja. Beziehungsweise schon auf hier, dem Weg. Guck mal, ob du da hier was findest. Da ist doch dieser Pfeil, genau. Der zeigt uns die Richtung vielleicht an. Ja, hier ist halt diese Maschine, die die Kanone irgendwie bewegen sollte, aber hier hängt es fest, passiert nichts, das ist ein Problem. Passiert nichts. Guck mal, ob du da links unten, da, was machen kannst. Ja, ich kann erstmal... Nee, kannst du nicht. Nein, sterbe ich wissens. Okay, wir hängen leider fest. Es ist etwas ungünstig. Ein Versuch starten wir jetzt noch. Nochmal zum Fass. Nach unten. Zum Fass, okay. Und halte ich immer links, ganz links. Dass wir gucken, ob wir da irgendwo was machen können. Jetzt hänge ich in den Brettern fest, so. Und sonst gucken wir nochmal nach unten. Das ist das Spiel halt, man kann teilweise minutenlang in einem Level festsetzen, so wie wir gerade. Ein paar Level haben wir auch einfach in einem Durchlauf geschafft, es kann halt langweilig werden, wenn man es zu lange spielt, da sollte man vielleicht einfach aufhören. Ansonsten, wir machen hier gerade nicht viel, ich klicke die ganze Zeit, damit bewege ich mich halt, wie schon mal gesagt, rum. Wir haben in den anderen Leveln auch noch andere Stifte zur Verfügung. Wir haben jetzt hier den Axtstift und den Feuerstift. Es gibt noch einen Schlüsselstift und einen Wolkenstift, den wir bisher hatten. Mit Wolken kann man dieses ganze Feuer löschen, beziehungsweise man kann mit Blitzen auch noch andere Sachen machen, wie Monster töten, verwirren, Objekte umdrehen und so weiter. Der Schlüsselstift bringt eigentlich nicht viel, außer dass man wie auch eine Axt zeichnen kann, auch wenn meine Axt nicht wie eine Axt aussieht. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Und man kann damit Objekte öffnen. Ich würde sagen, wir zeigen euch nochmal ein anderes Level, die anderen Stifte einmal kurz. Oder wir brechen das ab und schalten dann nachher nochmal dazu, wenn wir die Lösung haben. Das wäre, glaube ich, ganz gut so. Okay, wir sehen uns vielleicht nochmal wieder, wenn wir die Lösung rausbekommen haben. Das Erste, tschüss. Ciao.